Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr heute hier seid, denn ich habe etwas ganz Besonderes für euch. Eine Zusammenstellung der 5 besten 13 bis 14 Zoll Laptops auf dem Markt. Ich weiß, dass ihr vielleicht auf der Suche nach einem neuen Laptop seid oder einfach nur neugierig darauf, welche Option der Markt bietet. Deshalb lade ich euch herzlich ein, dieses Video bis zum Ende anzuschauen. Wenn euch der Inhalt gefällt und ihr meinen Kanal unterstützen möchtet, vergesst nicht, ihn zu abonnieren. Gebt diesem Video einen Daumen nach oben, hinterlasst einen Kommentar mit eurer Meinung und aktiviert die Benachrichtigungsfunktion, damit ihr keine meiner zukünftigen Veröffentlichungen verpasst. Also schnallt euch an und lasst uns gemeinsam in die Welt der 13 bis 14 Zoll Laptops eintauchen. Los geht's! Das Apple MacBook Air ist ein beeindruckendes Gerät, das mit einer Vielzahl leistungsstarker Funktionen aufwartet. Mit seinem 13,6 Zoll Liquid Retina Display bietet es eine brillante Bildqualität und eine hohe Auflösung, die das Betrachten von Filmen, das Bearbeiten von Fotos und das Arbeiten mit verschiedenen Anwendungen zum Vergnügen machen. Der M2-Chip ist das Herzstück dieses Laptops und sorgt für eine schnelle und reibungslose Leistung. Egal, ob ihr intensive Aufgaben erledigen möchtet oder mehrere Programme gleichzeitig öffnet, dieser Laptop kann es bewältigen. Mit 8 GB RAM und einer 256 GB SSD-Festplatte habt ihr ausreichend Speicherplatz für Dateien, Dokumente und Medien. Ein weiterer positiver Aspekt ist die beleuchtete Tastatur, die eine komfortable Nutzung auch bei schlechten Lichtverhältnissen ermöglicht. Die 1080p FaceTime HD-Kamera ist ideal für Videokonferenzen und ermöglicht klare und gestochen scharfe Bilder. Die Kompatibilität mit iPhone und iPad ist ein weiterer Vorteil, der die nahtlose Integration eurer Apple-Geräte ermöglicht und das Arbeiten und Synchronisieren zwischen den Geräten erleichtert. Ein möglicher Nachteil dieses Laptops könnte der begrenzte Speicherplatz von 256 GB sein, der für einige Benutzer möglicherweise nicht ausreicht, insbesondere wenn sie große Dateien oder umfangreiche Medieninhalte speichern möchten. Das Apple MacBook Pro ist ein herausragendes Laptop-Modell, das mit seiner beeindruckenden Leistung und den neuesten Technologien begeistert. Mit seinem 14,2 Zoll Retina-Display bietet es eine atemberaubende Bildqualität und eine hohe Auflösung, die für ein beeindruckendes visuelles Erlebnis sorgt. Das Highlight dieses Laptops ist der leistungsstarke Apple M2 Pro 10-Core-Prozessor, der für schnelle und effiziente Leistung sorgt. Egal, ob ihr komplexe Aufgaben, Grafikdesign, Videobearbeitung oder Gaming betreibt, dieser Laptop bietet eine hervorragende Leistung und bewältigt mühelos anspruchsvolle Anwendungen. Mit 16 GB RAM und einer 512 GB SSD-Festplatte habt ihr ausreichend Speicherplatz für eure Dateien, Projekte und Medieninhalte. Der Laptop läuft unter macOS, dem Betriebssystem von Apple, das für seine intuitive Benutzeroberfläche und die nahtlose Integration mit anderen Apple-Geräten bekannt ist. Die 16-Core-GPU bietet eine beeindruckende Grafikleistung, die für reibungsloses Gaming und anspruchsvolle visuelle Aufgaben geeignet ist. Die verbesserte Kühlungstechnologie sorgt dafür, dass der Laptop auch bei intensiver Nutzung kühl bleibt. Ein möglicher negativer Punkt ist der hohe Preis dieses MacBook Pro-Modells, der es zu einer Investition macht. Zudem ist die Anschaffung von Zubehör und Erweiterung möglicherweise teuer. Das Asus ZenBook Pro 14 ist ein beeindruckendes Notebook, das mit seinen innovativen Funktionen und einem ansprechenden Design überzeugt. Das Gerät ist in einem eleganten schwarzen Farbton gehalten und wird mit Windows 11 Home 64-Bit vorinstalliert geliefert. Das Highlight dieses Notebooks ist das 14 Zoll OLED-Display mit einer erstaunlichen Bildqualität und lebendigen Farben. Mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz bietet es eine reibungslose Darstellung und eignet sich ideal für Spiele, Multimedia-Anwendungen und kreative Arbeiten. Mit einer großzügigen 1 TB SSD-Festplatte bietet das Asus ZenBook Pro 14 Duo ausreichend Speicherplatz für eure Dateien, Dokumente und Medieninhalte. Ihr müsst euch also keine Sorgen um begrenzten Speicher machen. Ein weiterer positiver Punkt ist das Dual-Display-Design, bei dem ein zusätzliches 12,6 Zoll Touchscreen-Display über der Tastatur angebracht ist. Dieses ScreenPad Plus bietet zusätzlichen Raum für Multitasking und eröffnet neue Möglichkeiten für kreative Arbeit und Produktivität. Die leistungsstarke Hardware einschließlich des Prozessors und der Grafikkarte ermöglicht eine schnelle und reibungslose Leistung, egal ob ihr intensive Aufgaben, Videobearbeitung oder Spiele durchführt. Ein möglicher negativer Punkt ist das Gewicht des Notebooks, da es aufgrund der zusätzlichen Displayschicht etwas schwerer sein kann als andere Modelle in derselben Größenklasse. Dies kann für einige Benutzer möglicherweise etwas unhandlich sein, insbesondere wenn sie ihr Gerät häufig unterwegs mitnehmen möchten. Das Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 ist ein leistungsstarkes und zuverlässiges Notebook, das für Produktivität und Business-Anwendungen entwickelt wurde.
Mit seinem 14 Zoll Full HD Display bietet es eine gestochen scharfe Bildqualität und eine hohe Auflösung für ein beeindruckendes visuelles Erlebnis. Das Notebook wird von einem Intel Core i5 Prozessor mit einer Grundtaktfrequenz von 2,4 GHz angetrieben, was eine schnelle und reibungslose Leistung gewährleistet. Mit 16 GB RAM und einer 500 GB SSD Festplatte habt ihr ausreichend Speicherplatz für eure Daten und Programme. Ein positiver Punkt ist die integrierte Webcam, die ideal für Videokonferenzen und Online-Meetings ist. Sie ermöglicht klare und gestochen scharfe Bildqualität, sodass ihr problemlos mit anderen kommunizieren könnt. Das ThinkPad T14 Gen 2 wird mit Windows 10 Pro vorinstalliert geliefert, was eine optimale Kompatibilität mit Business-Anwendungen und umfassende Funktionen für Unternehmen bietet. Ein möglicher negativer Punkt könnte das Fehlen einer dedizierten Grafikkarte sein, was bedeutet, dass anspruchsvollere grafikintensive Anwendungen möglicherweise nicht so flüssig ausgeführt werden können. Das Asus ROG Zephyrus G14 ist ein beeindruckendes Gaming-Notebook, das mit seiner Leistung und seinem attraktiven Design überzeugt. Das Notebook ist in einem eleganten grauen Farbton gehalten und wird mit Windows 11 Home 64-Bit vorinstalliert geliefert. Das Highlight dieses Gaming-Notebooks ist das 120Hz Display, das eine schnelle Bildwiederholrate bietet und ein flüssiges Spielerlebnis ermöglicht. Mit einer Bildschirmauflösung von 1920x1080 könnt ihr Spiele in hoher Qualität genießen und gestochen scharfe Details erleben. Das Asus ROG Zephyrus G14 ist mit einer großzügigen 1TB SSD-Festplatte ausgestattet, die ausreichend Speicherplatz für Spiele, Medieninhalte und andere Dateien bietet. Ihr müsst euch also keine Sorgen um begrenzten Speicher machen. Die leistungsstarke Hardware, einschließlich des Prozessors und der Grafikkarte, sorgt für eine hervorragende Gaming-Performance. Ihr könnt selbst anspruchsvolle Spiele problemlos spielen und von einer reibungslosen und flüssigen Darstellung profitieren. Ein weiterer positiver Punkt ist das kompakte und leichte Design des Notebooks, das eine einfache Portabilität ermöglicht. Ihr könnt den Laptop problemlos überall hin mitnehmen und auch unterwegs eure Spiele genießen. Ein möglicher negativer Punkt könnte die begrenzte Akkulaufzeit sein, insbesondere bei intensiver Gaming-Nutzung. Für längere Spielsitzungen kann es erforderlich sein, das Notebook an eine Stromquelle anzuschließen. Vielen Dank, dass ihr euch das Video über die besten 13 bis 14 Zoll Laptops bis zum Ende angesehen habt. Ich hoffe, ich konnte euch hilfreiche Informationen und einen guten Überblick über die Top-Modelle geben. Wenn ihr noch Fragen habt oder weitere Empfehlungen benötigt, zögert nicht, sie in den Kommentaren zu hinterlassen. Um keine zukünftigen Videos zu verpassen und immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Glocke, um benachrichtigt zu werden. Euer Feedback ist mir auch sehr wichtig, also lasst mir gerne einen Kommentar da und teilt mir eure Meinung zu den vorgestellten Laptops mit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zum nächsten Video.